Flaschenpost Podcast, der Talk. Herzlich willkommen zu einem weiteren Flaschenpost Talk, die Nummer 40. Wir stehen circa einen Monat vor dem nächsten Bundesparteitag der Piratenpartei im Mai 2013. Dort werden voraussichtlich einige Positionen im BUFO nachbesetzt. Dazu passt unser Thema heute. Es sind die Fragen, was erwartet ein BUFO der Piratenpartei und welche Voraussetzungen sollte sie oder er mitbringen? Mein Name ist Mike Große-Hering und ich begrüße drei Gesprächspartner mit Erfahrung in diesen Ämtern. Da sind die Gefion Thürmer, die 2011 bis 2012 Beisitzerin im BUFO war. Hallo Gefion. Hallo Mike. Dann haben wir Matthias Schrade, 2011 bis 2013 Beisitzer im BUFO. Hallo Matthias. Hallo, es ist nicht ganz richtig. Ich habe nur fast 2013 durchgehalten, also bis November. Alles klar. Und den Jens Seipenbusch, 2006 bis 2010 stellvertretender Vorsitzender im BUFO oder Vorsitzender. Auch dir ein herzliches Willkommen. Ja, hallo. Ja, unser Ziel heute ist es, mögliche Kandidaten darauf vorzubereiten, was sie erwartet und denjenigen, die Kandidaten auswählen sollen, auch mit Background-Informationen auszustatten. Meine erste Frage, ihr wart ja schon mal im BUFO, was erwartet Bewerber denn da? Fragen wir doch als erstes mal die GEFIN, das ist immer höflich. Es ist eine Herausforderung. Ich glaube, mein letztes Interview ist irgendwie ein Jahr her, als ich das letzte Mal kandidiert habe. Ich glaube, dass man kann nicht so ganz klar sagen, was Bewerber im BUFO erwartet, weil das Amt, egal welches, es gibt ja verschiedene und die jetzt nachbesetzt werden, sind auch sehr verschieden in ihrer Natur. Ich glaube, das Amt ist immer das, was man daraus macht. Und man kann aus einem sehr kleinen Amt sehr viel machen, man kann aus einem sehr großen Amt sehr wenig machen. Es kommt wirklich immer drauf, was man auch daraus machen möchte. Okay, das hört sich natürlich so an, als ob das im Belieben der Kandidaten stünde. Aber ich glaube, die Herausforderungen sind größer und sind bestimmter. Gefion, wenn du mal so überlegst, was waren die Aufgaben, die dich am meisten herausgefordert haben und wie bist du mit der Zeit umgegangen? Ich habe ja schon einige Kandidaten befragt und da gibt es ganz vielfältige Vorstellungen. Wie war denn dein konkreter Zeitbedarf? Für mich war der BUFO eigentlich ein Vollzeitjob. Also ich hab Glück gehabt, weil die Aufgaben, die ich hatte, das war halt primär so Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit. Das konnte ich relativ zeitunabhängig machen. Also es war nicht wichtig, dass ich das jetzt irgendwie mittags von 1 bis 2 erledige. Aber ich habe eigentlich das gesamte Amt durch jeden einzelnen Amt mindestens bis 11, meistens bis Mitternacht, bis 1 Uhr morgens am Rechner gesessen, Dinge getan, jeden Abend irgendwelche Telefonkonferenzen. Ich war etwa so jedes dritte Wochenende unterwegs, um irgendwelche Parteitage oder Treffen oder Workshops oder irgendwas zu besuchen. Also zeitintensiv ist es auf jeden Fall. Ja, das kann ich nur unterstützen. Also bei mir war es genauso. Das war mehr als ein Fulltime-Job vom zeitlichen Umfang her. Alleine schon beispielsweise die Reisetätigkeit, um dann überall in der Republik an irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen, sind halt schon wirklich enorm. Weil selbst wenn man nur in Anführungszeichen am Wochenende regelmäßig Piratentermine hat, und bei mir war eigentlich fast jedes Wochenende von ganz, ganz wenigen Wochenende abgesehen kein Piratentermin. Selbst dann fährt man in der Regel am Freitag irgendwo hin. Und am Sonntag fährt man dann so zurück, dass man im letzten Zug noch irgendwie daheim ankommt. Und das ist, wie gesagt, nur für Termine am Wochenende. Und was ein wichtiger Faktor ist, Bundesvorstand hat nicht nur die Aufgabe, an Piratenveranstaltungen teilzunehmen, sondern in gewissem Umfang zählen auch, ich nenne es mal, repräsentative Termine dazu. Und die sind sehr häufig unter der Woche, abends oder teilweise auch tagsüber. Und wenn man das dann noch verbindet mit, dass man da erstmal hinreisen muss, möglicherweise erst am nächsten Tag zurückreisen kann, dann geht es sehr, sehr schnell auch belastend in Richtung des Berufslebens, dass man entweder seinen kompletten Urlaub opfern muss oder eben, wenn man freiberuflich aktiv ist, so wie ich das bin, das dann durchaus auch starke Auswirkungen auf die Einkommenssituation irgendwann hat. Jens, magst du mal berichten, du hast ja verschiedene Positionen ausgeübt. Gab es da Unterschiede und ist das für einen Vorsitzenden nochmal anders? Ja, meine Erfahrung liegt natürlich jetzt ein bisschen zurück und ist insbesondere noch nicht bei dem, sozusagen liegt vor diesem sehr, sehr großen Hype nach Berlin. Ich glaube aber, zum großen Teil ähneln sich bestimmte Dinge. Ich habe sozusagen zwischen stellvertretendem Vorsitz und Vorsitz teilweise hin und her gewechselt. Der Vorsitzende ist aus meiner Sicht nach wie vor der exponierteste, was Repräsentationsaufgaben angeht, wie Matthias das gerade schon sagte.
Das heißt, da ist man natürlich auch immer extremst gefragt. Die anderen Positionen im Bufo können sich vielleicht ein bisschen eher noch darauf einstellen, dass man sich vielleicht ein bisschen flexibel untereinander einigt. Aber der Vorsitzende ist natürlich jemand, der auch irgendwo hingeschickt wird, wenn es wichtig ist und solche Sachen. Der kann zum Beispiel sehr schlecht kaum Termine wahrnehmen. Das ist sicherlich am exponiertesten. Andere Leute im Bundesvorstand können sich vielleicht einigen, dass der eine weniger, der andere mehr macht. Ich war ja auch immer berufstätig, permanent. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste ist, man braucht sehr viel Frustrationstoleranz tatsächlich. Das heißt, wenn man sehr schnell frustriert ist, weil bestimmte Sachen nicht klappen oder bestimmte Sachen nicht gemacht werden, dann sollte man das eher nicht machen, weil wir sind halt größer als noch ehrenamtlich organisiert. Und da ist es einfach so, dass man möglichst immer in Betracht ziehen muss, dass bestimmte Dinge schlicht, selbst obwohl sie zugesagt sind, vielleicht nicht gemacht worden sind, weil jeder eben ehrenamtlich tätig ist. Er kriegt da kein Geld für, das ist nicht sein Job. Er will motiviert werden, wir wollen uns alle gegenseitig motivieren. Das wird auch witzigerweise natürlich vom Vorstand mehr verlangt noch als von anderen. Man muss sehr viel organisieren. Es gibt immer auch so ein bisschen den Konflikt zwischen selber machen und delegieren. Das ist so der Klassiker, ne? Das kennen wir die meisten von uns aus dem Berufsleben. Man hat immer das Gefühl, eigentlich, wenn es gut gemacht werden soll, würde ich es gerne selber machen, aber das sollte man sich möglichst natürlich abgewöhnen, weil alles, was man selber macht, multipliziert sich nicht so stark, wie wenn ich was organisiere und andere Leute machen lassen. Dann können es eben 10, 100 Leute machen. So viel kann ich den ganzen Tag selber nicht machen. Deswegen ist meine Herangehensweise immer so ein bisschen tatsächlich doch diese Management-Tätigkeit im Bundesvorstand. Das ist auch insofern gut, weil natürlich die Leute ja auch mitmachen wollen. Das heißt, die wollen ja nicht, dass du als Vorstand alles selber machst, sondern die wollen maximal vielleicht, dass du bestimmte strategische Entscheidungen gemeinsam mit den Leuten triffst oder eben bestimmte Dinge machst, die du qua Amt machen sollst. Was weiß ich, Budgets verwalten oder irgendwelche Leute organisieren und solche Dinge. Und darauf sollte man sich auch konzentrieren. Man ist im Spannungsfeld. Bufo ist sehr undankbare Tätigkeit, muss man trotzdem auch sagen. Es macht auch sehr viel Spaß, aber es kann auch sehr riskant sein. Man ist exponiert. Man sollte also auch sehr kritikfest sein. Manchmal kriegt man eben positive Rückmeldungen, manchmal nicht. Davon darf aber das Engagement nicht abhängen. Man muss also sehr zur Not auch völlig ohne Lob wissen, was man tut und wo man hin will. Lustigerweise denkt man immer, man könnte viel bewegen. Aus meiner Sicht ist ein Jahr total kurz. Fängt's an und dann ist es schon vorbei. Ich weiß nicht, ob die beiden anderen hier im Raum das bestätigen können. Ich habe das ja wirklich 5 Jahre hintereinander gemacht und trotzdem immer so empfunden, weil die Besetzung auch immer unterschiedlich war. Man darf sich nicht viel vornehmen, ist meine Idee, weil man sonst viel angefangen hat und man sollte ja erstmal auch nur für das eine Jahr planen. Wie seht ihr beiden das in dieser Hinsicht? Schwierig. Ich finde, gerade in der Phase, in der die Partei vielleicht zu der Zeit noch nicht war, aber spätestens seit Berlin ist, müssen wir auch mal ein bisschen langfristiger planen und dann müssen wir auch mal in den Status kommen, dass nicht jeder neue Bufo jedes Mal das Rad neu erfindet. Das finde ich, ist ziemlich, das ist mir gerade so beim Wechsel von dem Bufo, in dem ich war, zum nächsten aufgefallen, dass da, oder auch als ich gewählt wurde, ich habe keine vernünftige Übergabe bekommen von meinem Vorgänger. Ich musste von null anfangen, weil einfach niemand da war, den ich fragen konnte. Und ich glaube, wir müssen in eine Situation kommen, wo Bufo nicht sagen muss, ich muss alles, was ich machen will, in diesem einen Jahr schaffen. Du brauchst erstmal 3 Monate, um dich einzuarbeiten. Dann hast du ein halbes Jahr wirklich Zeit und dann hast du 3 Monate, in denen im Prinzip die ganze Partei auch schon wieder auf Wahlkampf für den nächsten Bufo eingestellt ist, was ja, gut, mir persönlich war das egal, weil mich das nicht weiter geschert hat, aber ich glaube, das ist innerhalb der Partei eine ganz große Sache, dass da halt die Leute nur drauf gucken, ja, was macht der jetzt noch für Fehler, wähle ich den Wieler oder wähle ich den nicht und dann traust du dich nicht mehr wirklich was zu machen oder wie auch immer und bei mir ist es dann halt drin gegipfelt, dass ich nicht wiedergewählt wurde und danach im Prinzip alles, was ich in dem kompletten Jahr gemacht habe, über den Haufen geschmissen wurde, weil ich war ja nicht wiedergewählt. Es ist ja jetzt alles, was Gefion gemacht hat, war blöd. Aber das können wir nicht ewig so weitermachen, weil wenn man nicht auf die Sachen von Vorgängern aufbauen kann, kommt man nie voran. Dann kommt man immer nur so weit, wie man in einem Jahr kommt. Ja, das wirft natürlich die interessante Frage des Themas Selbstorganisation und des Aufeinanderaufbauens auf. Gefion, vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, welche Aufgaben du hattest und wie belastend die waren. So mal einen kurzen Überblick. Meine Hauptaufgabe war eigentlich das ganze Jahr über die Organisation der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe da
umstrukturiert, diese ganzen Searchgruppen eingeführt und regelmäßige Pressetreffen angeleiert. Ich habe einen Strategieworkshop für den Bundesvorstand organisiert, damit wir auch auf einer strategischen Ebene einfach mal ein bisschen vorankommen. Das war es in allererster Linie, abgesehen von so organisatorischen Sachen wie Bundesvorstandssitzungen vorbereiten, nachbereiten, leiten, Kommunikation so ein bisschen koordinieren. Die Frage war nach Belastung, ja? Korrekt. Belastend ist die Arbeit an sich eigentlich nie gewesen. Ich habe das immer gerne gemacht und was ich gemacht habe, hat mir immer Spaß gemacht. Belastend ist mehr das Außenrum. Belastend ist das, wenn du Monate in ein Projekt steckst und Dinge einfach nicht vorangehen. Belastend ist, wenn du viel Arbeit investiert hast und dann irgendwelche drei Deppen daherkommen und das alles kaputt reden, ohne einen besseren Vorschlag zu machen. Das Belastende ist das Soziale innerhalb der Partei. Das Belastende ist nicht die Aufgabe. Nicht mal die Zeit. Ging mir zumindest so. Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Das größte Problem ist tatsächlich der Druck von außen, das Negativfeedback, wobei ich da betonen muss, es geht nicht um Kritik. Es geht wirklich um ja diesen berühmt-berüchtigten Shitstorm. Das war in dem Kontext wirklich extrem wichtig, dass wir innerhalb des Bundesvorstands uns da auch gegenseitig gestützt haben und gestärkt haben. Und von daher ja, kann ich da dafür nur zustimmen. Von den Aufgaben her war es bei mir so, dass ich im Wesentlichen zuständig war, einerseits für die Wahlkampfkoordination. Das war insbesondere im Jahr 2011 noch ein Superwahljahr noch ein recht großer Block, dass ich dann, nachdem Marina von den Medien quasi besetzt worden ist, dann unverhofft für die Vorbereitung des Bundesparteitags in Offenbach auch inhaltlich zuständig war. Und in der Folge dann auch immer stärker in die organisatorische Vorbereitung von Bundesparteitagen reingekommen bin, was sich dann fast zwangsläufig ergeben hat und was dann bei inzwischen über 2000 Teilnehmern auch alleine schon ein großer Faktor geworden ist. Und ansonsten war ich innerhalb der Partei auch ja nach wie vor für das Thema Vernetzung zuständig. Das hatte auch zur Folge, dass ich auf sehr vielen Parteitagen zum Beispiel vor Ort war. Stichwort Reisetätigkeit und was im aktuellen Bundesvorstand in den 6 Monaten, wo ich dabei war, noch eine Rolle spielte, dass ich eine ganze Menge repräsentative Termine wahrgenommen habe, teilweise auch die Bernd nicht wahrnehmen konnte, die erst seit Berlin dazugekommen sind. Die Frage, die sich mir stellt, und da würde ich gerade gerne auf den Erfahrungsschatz vom Jens zurückgreifen, ist, was kannst du den nächsten Kandidaten raten, wenn du zurückschaust, was lief gut, was lief schlecht, welche Erfahrungen, welche Ratschläge kann man daraus für die Zukunft gewinnen? Also für mich persönlich ist ein unheimlich wichtiger Punkt, dass man versucht, seine eigene Tätigkeit zu multiplizieren. Das heißt, dass man möglichst viele Leute um sich herum schart, virtuell oder real oder wie auch immer man das gut kann. Das macht jeder anders, das ist so ein bisschen persönlich. Das kann man auch nicht perfekt formalisieren, weil es ja nach wie vor auch Ehrenamt ist. Das ist eben auch die Kunst zwischen Ehrenamt und trotzdem irgendeiner Art Anspruch. Der Anspruch ist ja an uns eigentlich, beziehungsweise an den BUFO und jeden, der das machen wird, eigentlich ein Professioneller. Man denkt, das ist ein Bundesvorstand, der muss es so und so machen. Faktisch wird er dafür aber nicht bezahlt. Das ist schon mal das Problem. Aber die Kunst ist wirklich, und das ist, glaube ich, auch, wer erfolgreich ist, wird Leute mitnehmen, die wiederum andere Leute mitnehmen. Und das war auch was bei uns zum Teil schlecht gelaufen ist. Früher, mindestens bei mir, ich hatte oft wechselnde Leute und habe auch nicht genug multipliziert vielleicht in einer gewissen Weise. Und da hast du dann das Problem, du bist innerhalb des Bundesvorstands in einer Gruppe, die sich untereinander sozialisiert. Da muss man dann eben auch schauen, dass man wirklich professionell teamfähig ist, behaupte ich mal. Also man muss wirklich gucken, dass man sich da einbringt, aber nicht zu stark und nicht zu wenig. Das ist irgendwie banal. Jeder, der in dem Team schon mal professionell gearbeitet hat, weiß, was da geht. Aber in die Partei hinein muss ich auch multiplizieren, damit eben die ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ansprüche mich auch zum Teil erreichen. Ich fand es auch schwierig schon. Allein die Kommunikationsbelastung, die ist schon wirklich groß. Leute rufen dich an, du hast sehr viel Mails, du bist präsent. Das sind ganz verschiedene Kanäle. Auch elektronisch gibt's ja zahllose und die musst du irgendwie versuchen so zu bespielen, dass du eben nicht 24 Stunden am Tag sozusagen selbst damit beschäftigt bist. Matthias, wenn du auf deine Zeit zurückblickst, das ist ja nun noch glücklicherweise noch nicht so lange her, wie kannst du das ergänzen? Was hast du für Tipps, worauf sich zukünftige Kandidaten einstellen müssen? Also das Allerwichtigste ist, dass man sich im Klaren ist, es ist wirklich im Wesentlichen eine organisierende Tätigkeit.
Es ist, hat mit einer politischen Tätigkeit eigentlich nur rudimentär zu tun. Man muss sich sehr, sehr viel beschäftigen mit Prozessen. Man muss akzeptieren, dass man auch Prozesse klar einhält. Ich glaube, was vielen Leuten nicht klar ist, ist, dass man tatsächlich sich sehr viel mit Dingen beschäftigt, die gar nicht so groß nach außen dringen, die also oftmals, also Kommunikation ist das Allerwichtigste, interne Abstimmung und dergleichen, das dominiert letztlich die Tätigkeit und das ist auch die sensibelste Aufgabe. Ich glaube, eine der Sachen, die insbesondere in dem Buch, in dem Matthias und ich zusammen waren, unheimlich gut funktioniert hat, war auch die Arbeit im Team im Bufo. Also, dass wir haben uns regelmäßig alle zusammen unterhalten. Wir haben uns regelmäßig einfach nur so ganz kurze Reports gegeben. Was ist gerade in deinem Aufgabenbereich los? Kann man irgendwo helfen? Wo gibt es irgendwelche, wo kann man vielleicht irgendwie zusammen dran arbeiten, um das effektiver zu machen? Und auch regelmäßige Treffen. Also das hat bei uns, glaube ich, sehr gut funktioniert und auch der Arbeitsatmosphäre so weit geholfen, dass es den Job viel leichter gemacht hat. Frage an euch alle drei. Es gab ja sicher anstrengende Sachen und es gab sicher auch positive Sachen, positive Überraschungen. Also was mich wahnsinnig positiv überrascht hat, ist die Motivation, diese Selbstlosigkeit auch von vielen Leuten, die irgendwo einfach in der Partei aktiv sind. Das ist immer wieder faszinierend. Das kriegt man als Bundesvorstand, glaube ich, umso stärker mit, weil man dann auch einen breiteren Blick hat in alle Ecken der Partei sozusagen und dann auch mitbekommt, an wie vielen Stellen, beispielsweise in der Verwaltung, sich Leute unglaublich den Arsch aufreißen, was aber draußen der Pirat am Stammtisch oftmals gar nicht so richtig mitkriegt. Das sind ja nur die Medienberichte und das in seinem Umfeld. Gifion, Frage an dich. Was findest du ist entscheidend, dass ein Bundesvorstand funktioniert? Ist das mehr so die Sachebene? Ist das die Kommunikationsebene? Was sind deine Erfahrungen? Oh, da gibt es eine ganze Reihe Sachen, die unheimlich wichtig sind. Was mir immer am wichtigsten war und was ich auch, wie gehabt, in meinem Bufo in Anführungsstrichen immer wunderbar gefunden habe, war der respektvolle Umgang miteinander. Das mag total banal klingen, aber ich glaube einfach nur, dass man sich gegenseitig als Menschen, als Individuen akzeptiert, respektiert und auf der Basis dann zusammen als Team arbeitet, ist da, glaube ich, ganz weit oben. Was bei uns noch unheimlich gut funktioniert hat, war, dass wir uns ganz am Anfang alle zusammengesetzt haben, gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier in einem Team, wir müssen hier jetzt ein Jahr lang gemeinsam die Partei rocken irgendwie und was bewegen. Und was wollen wir denn überhaupt erreichen? Was wollen wir mit diesem Jahr anstellen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und sich da gleich am Anfang hingesetzt zu haben, das ausdiskutiert zu haben, gleichzeitig die Aufgaben verteilt, aber das war sekundär. Wichtig war, dass man sich darauf geeinigt hat, wie man arbeiten will, was man machen will und was man erreichen will. Und dann haben das ganze Jahr über, die gesamte Amtszeit über, alle gemeinsam immer an einem Strang gezogen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das fand ich großartig. Da kann ich im Grunde genommen direkt anschließen, weil Gefion hat schon ein wichtiges Wort gesagt, nämlich Respekt einfach schlicht und ergreifend. Und das ist aus meiner Sicht auch ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Es gibt immer Missverständnisse in der Kommunikation. Es gibt verschiedene Dinge, die irgendwie so oder so passieren können. Und Respekt ist einfach ein wichtiger Faktor. Und vor allen Dingen auch immer sich abzustimmen, hat Gefion auch schon richtigerweise gesagt, zur Not einfach mal eben kurz anrufen oder Sachen klären, weil halt die Kommunikation heutzutage so ist, du machst eine Stunde was anders und dann gibt's schon wieder irgendwie einen anderen Trend und dauernd wird man eben mit Dingen konfrontiert, das ist ganz normal, deswegen muss man ein bisschen Ruhe bewahren auch, glaube ich, also es ist nicht schlecht, wenn man nicht immer sofort nach 10 Sekunden schon wieder dieses und jenes macht, sondern ein bisschen entspannt drauf ist und tatsächlich sich untereinander abspricht, die Leute respektiert, die mit einem diesen schwierigen Job machen. Das ist fürs Teambuilding innerhalb vom Bundesvorstand das A und O, denke ich auch. Also was ich für extrem wichtig halte, ist zum einen, dass man wirklich als Team sich versteht und das auch vor allem anderen steht, also vor Meinung in einer einzelnen Abstimmung oder ähnliches, dass man immer grundsätzlich auch das Vertrauen in diese Mannschaft mitbringt. Das ist auch nur durch intensives Kommunizieren, wenn irgendwelche Konflikte auftreten, die gleich lösen und nicht erst dann irgendwo so in sich reinfressen oder sowas. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen dem Bundesvorstand, wo ich mit Gefion zusammen war, und dem aktuellen, dass wir da nicht von Anfang an es geschafft haben, in dem aktuellen Bundesvorstand, dass Dinge sofort geklärt werden. Und wenn sich dann eben ansammelt, dann wird es nach und nach einfach schwieriger,
dann auch Missverständnisse, teilweise Kleinigkeiten, die sich dann irgendwo so ein bisschen hochschaukeln, dann wieder wegzukriegen. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, auch, ist tatsächlich, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, dass Dinge, die man sich persönlich sagt, die in diesem Kreis sind, auch in diesem Kreis bleiben. Für manche wird es als intransparent empfunden, ist aber unglaublich wichtig, dass man als Bundesvorstand diesen Rückzugsraum hat, wo man auch wirklich mal sich ganz direkt sagen kann, was einem durch den Kopf geht, und nicht irgendwo dann alleine letztlich dann auch dasteht, weil alles, was man sagt und tut, dann irgendwie öffentlich ist. Ja, ich glaube, in unserer allerersten BUFO-Sitzung damals bei unserem Kennenlerntreffen haben wir ziemlich am Anfang eine Runde gemacht. Was ist das Schlimmste, was dir in dieser Amtszeit passieren kann? Und wovor müssen wir dich als Gruppe schützen? Und da sind wir halt einmal um den Tisch. Jeder hat so sein Statement abgegeben, was er nicht kann, wo die persönlichen Grenzen sind. Und das ist auch immer vertraulich behandelt worden. Ich glaube, das hat auch sehr geholfen, weil uns das als Team auch sehr geholfen hat, zu verstehen, wie die anderen funktionieren, wo die Präferenzen liegen, warum man vielleicht in gewissen Situationen reagiert, wie man reagiert. Und was sonst noch wichtig war, dass man nach außen nie so richtig gesehen hat, wenn wir uns mal gestritten haben. Also wir werden ja immer so ein bisschen als der Kuschelbufo verschrien und vielleicht ist das auch ein bisschen so. Ich glaube, wir haben uns auch alle menschlich sehr gern gemocht. Aber ich glaube, das Wichtige war, dass wir haben Situationen gehabt, wo wir total konträre Meinungen hatten, wo wir total unentschieden waren, wo auch Entscheidungen sehr schwer zu treffen waren. Aber, und das ist dann wahrscheinlich das, was in der Partei als ein bisschen intransparent wahrgenommen wurde, war, dass wenn wir eine Entscheidung getroffen hatten, diese Entscheidung dann aber auch von allen nach außen vertreten wurde. Also wenn, egal wie sehr wir uns vorher gezofft hatten und wie die Positionen vorher waren, wenn eine Entscheidung getroffen war, war die getroffen und dann haben wir als Team dahinter gestanden und die auch verteidigt. Selbst wenn Kungler und ich unterschiedlicher Meinung waren, standen wir hinterher beide da und haben das für richtig befunden, weil wir es als Team entschieden haben. Das war, glaube ich, ein für mich wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen dem BUFO damals und dem BUFO heute. Gefen, du hast schon das Thema Außenwirkung angesprochen. Das ist für mich auch eine der entscheidenden Fragen. Die Arbeit nach innen und die Arbeit nach außen. Wie war da die Aufteilung für dich und wie wertest du diese Aufgaben? Du meinst jetzt mich, ja? Außenwirkung. Ja. Ich und Außenwirkung sind ja immer so zwei Worte, die sich nicht verstehen, weil ich ja so... Ich glaube, meine Angst vor Kameras ist inzwischen total bekannt, da brauche ich mich nicht mehr für entschuldigen. Ich glaube, Außenwirkung ist relativ. Es gibt da mehrere Abstufungen. Es gibt die Außenwirkung, die jemand wieder Vorsitz hat, der halt rausgeht, die Partei sozusagen verkauft, darstellt, repräsentiert. Und es gibt die Außenwirkung, die man darstellt, ohne etwas dazu zu tun. Also einfach die Art und Weise, wie man wirkt, mehr als das, was man darstellt. Ich glaube, das nach innen ist wahrscheinlich mehr die Aufgabe gewesen, die ich gemacht habe, auch das, was ich gefühlt besser konnte, wobei unser BUFO da wahrscheinlich keinen wahnsinnig guten Job gemacht hätte. Also wir nicht den besten Job gemacht hat, weil wir es nicht geschafft haben, im größeren Rahmen davon zu überzeugen, dass das, was wir machen, auch wenn wir nicht alles öffentlich machen, dass das nichts Schlimmes ist. Ich glaube, da hätten wir mehr tun können. Ja, innen oder außen, das ist ja auch eine Frage, genau wie Matthias es gerade schon gesagt hat, ob es überhaupt ein Innen und Außen gibt. Ich pläre ja dafür, und das ist auch etwas, was ich natürlich trotzdem als Devise selbst genug verletzt habe, man muss sich immer klar machen, was man gerade tut. Beste Beispiel Twitter. Früher habe ich gesagt, über eine E-Mail schlafe ich mal eine Nacht. Das kann man bei Twitter fast nicht machen. Man muss halt wirklich genau schauen. Man muss ein bisschen kalkuliert sein. Die Außenwirkung ist sehr viel wichtiger jetzt für unsere Partei, als es zum Beispiel zu meiner Zeit war, von allen BUFO-Mitgliedern. Denn die Außenwirkung ist, also außerhalb der Partei behaupte ich jetzt mal Außenwirkung, ist ein wichtiger Punkt, müssen aber nicht alle BUFO-Mitglieder machen. Das können einige machen. Man kann da durchaus in gewisser Weise wählen, außer wenn man vielleicht Vorsitzender ist. Die Innenwirkung ist sehr schwierig, weil man mit diesen Leuten sehr viel gemeinsam hat, oft mit denen befreundet ist, manchmal auch mit Leuten gut kann und mit Leuten schlecht kann. Dieses Geheimnis ist eben auch mit Leuten, mit denen man schlecht kann, trotzdem auf einer gewissen Basis vertrauensvoll und sonst wie zusammenzuarbeiten. Die innere Kritik ist oft sehr direkt im Vergleich zur äußeren. Deswegen verletzt sie auch öfter. Deswegen behaupte ich mal, innen kostet mehr Kraft. Außen ist letztendlich, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf, aber wichtiger. Und mit diesem Widerspruch muss man letztendlich dann auch seine Position ausfüllen. Also ich sehe es relativ simpel.
Die Innenwirkung entsteht vor allem dadurch, wie man auftritt. Also ob man als Team auftritt, ob man souverän auftritt, gelassen, entspannt, möglicherweise auch vielleicht mal ein bisschen humorvoll, oder ob man eben zerstritten wirkt, ob man dünnhäutig auf Kritik oder auf Shitstorms reagiert und so weiter. Die Innenwirkung ist damit zwischenzeitlich doch zu ganz erheblichen Teilen, weil die Medien uns auch insbesondere über Twitter und Co. intensiv beobachten, relativ stark verschmolzen. Und insofern gebe ich Jens da auch recht. Man kann sich da einen gewissen Grad vielleicht in manchen Positionen ein bisschen in die Außenwirkung in Form von Interviews zurückhalten. Aber das Gesamtbild, das der Bundesvorstand abgibt, ist halt eine Ausstrahlung oder eine Abstrahlung an Stimmung, an Teamgefühl oder eben auch nicht, das dann letztlich in beide Richtungen zielt. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen konkreter werden. Was sind denn eure Kriterien, nach denen ihr künftige Bundesvorstände wählen werdet und die ihr empfehlen könnt? Also ich kann nach dem, was ich jetzt bisher so erlebt habe, würde ich eigentlich ganz klar sagen, in der heutigen Struktur, wo die Partei steht, also nach Berlin mit inzwischen über 30.000 Mitgliedern und auch schon einigen Jahren auf dem Buckel, würde ich ganz klar sagen, ich würde keinen Vorstand mehr wählen, der nicht mindestens auf Landesvorstandsebene schon Erfahrung in der Tätigkeit hat. Wir haben inzwischen auch ein durchaus großes Reservoir an Leuten, die das schon mal geleistet haben. Einzige Ausnahme wäre, wenn jemand schon längere Zeit eine Orga-Funktion innerhalb der Partei wahrgenommen hat, beispielsweise in einem Pressteam gearbeitet hat oder ein Wahlkampforga oder ähnliches, aber dann auch, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum. Oder vielleicht, wenn er eine vergleichbare Tätigkeit in einer NGO hat. In beiden Fällen wäre mir sehr wichtig, dass man aber nicht nur sagt, er war schon mal in einem Landesvorstand, sondern dass man die Vorstandskollegen, die er da hatte, fragt, wie war das denn so, mit dem zusammenzuarbeiten? Und das auch sehr ernst nimmt, weil es sind eigentlich die Einzigen, die das wirklich beurteilen können, ob der den Job gut oder eben nicht so gut gemacht hat. Von außen ist das immer sehr viel schwieriger. Generell ist für mich sehr, sehr wichtig, dass die Leute eine eher integrierende Art haben, dass sie sachlich insbesondere auf Twitter auftreten, keine Fäkalsprache oder ähnliches pflegen, dass sie sich stark auf die Orga konzentrieren und keine scharfe politische Agenda haben, also nicht irgendwo ein bestimmtes Thema unbedingt vorantreiben wollen. Ja, keine Selbstdarsteller, aber trotzdem rhetorisch gut und medial eine gewisse Erfahrung mitbringen. Vielleicht auch noch ein Faktor, wo ich auch sagen würde, dass man die Nachteile und Probleme von asynchronen Medien wie Mailinglisten, Twitter und Co. versteht, dann also eher auch mal miteinander redet, statt immer nur irgendwelche schriftliche Kommunikation zu pflegen. Das wäre so für mich das Wunschziel. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist für mich Leute, die schon Erfahrung auf Vorstandsebene haben und das Ausweise ihrer Vorstandskollegen gut gemacht haben. Ja, kann ich zustimmen. Also Erfahrung ist sicherlich wichtig. Was wie Teamfähigkeit will ich auch gar nicht in Abrede stellen, absolut. Was mir wichtig ist, ist, dass es Leute sind, die eigen sind. Also nicht Leute, die irgendwie allein schon durch ihren Charakter oder durch ihre Agenda oder irgendwas so die Partei in zwei Lager spalten. Man muss dafür oder dagegen sein oder man muss pro oder contra diese Person sein. Das finde ich, das verbreitet eine Stimmung, die der Partei absolut schadet und solche Leute würde ich darum nicht wählen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass die vernetzt sind. Also ich würde niemanden auf Bundesebene in einem Vorstand haben wollen, der nur seinen Ortsverband kennt oder der noch nie auf einem Landesparteitag von einem anderen Landesverband war als seinem eigenen. Also ich erwarte von einem Bundesvorstand, dass er auch schon mal über den Tellerrand hinaus geguckt hat, bevor er sich für so ein Amt bewirbt. Und was mir sonst noch wichtig ist, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ist, dass es Menschen sind, die die Partei kennen, die die Partei gut kennen, die Partei lange kennen, die Partei auch vielleicht in verschiedenen Farben gekannt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie schon lange dabei sein müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht miterlebt hat, wie ein Bufo einen Shitstorm abbekommen hat, wie irgendwas total daneben gegangen ist, wie Menschen auch gemeinsam für etwas gearbeitet haben in der Partei und der weiß, wie Piraten ticken. Ja, das ist für mich irgendwie immer so ein ganz spezifischer Schlagmensch. Und wenn man da nicht schon eine Weile dabei ist und nicht schon einfach
ein Gefühl dafür hat, wie die Menschen funktionieren, wie die denken, warum die reagieren, wie sie reagieren, dann wäre man meiner Ansicht nach an der Stelle auch falsch. Ja, kann ich zum größten Teil, was Matthias und Gefion gesagt haben, natürlich auch bestätigen. Sicherlich ist eine integrierende Art sehr, sehr nützlich in jeglicher Hinsicht. Ich denke auch, dass Leute, die so Single Issue, also sehr thematisch aufgestellt sind, in einem Bundesvorstand das mindestens extrem zurückstellen müssten. Denn da geht es eben ja nicht darum, Themen auszufechten untereinander, sondern eher zu managen. Das ist nämlich mein Hauptpunkt. Leute mit Managerqualifikationen, die allerdings nicht Ego-Probleme haben, sage ich mal gleich dazu, sind aus meiner Sicht da prädestiniert. Man muss sehr viel organisieren, man muss Sachen beurteilen, Projekte möglichst zielführend, aber trotzdem unter dem Aspekt des Ehrenamts machen. Und da ist sozusagen derjenige, der sehr stark thematisch arbeitet, unter Umständen etwas betriebsblind oder vielleicht etwas wenig flexibel. Erfahrung und Vielfalt, ja, Erfahrung ist sehr, sehr gut, aber letztendlich, wenn wir ehrlich sind, viele in den vergangenen Vorständen waren das erste Mal im Bundesvorstand, ob wir jetzt nur Landesvorstände nehmen, ich weiß es nicht. Erfahrung mit der Partei auf jeden Fall, denn die Piraten sind sehr heterogen und das sollte man mindestens schon mal verstanden haben, weil ansonsten wird das sicherlich überraschend für einen sein, wenn Leute jetzt auf einer ganz anderen Schiene mal bei einem anklopfen oder man verpasst sogar diesen Teil der Partei. Das wäre natürlich schade, den nicht einzubinden. Ich glaube aber auch, dass vielleicht durch die Besetzung des Vorstands mit etwas verschiedenen Leuten das wirklich auch abgebildet werden kann, was man dann vielleicht an Erfahrungen nicht hat. Ich glaube auch, man sollte nicht zu viel Ehrgeiz mitbringen. Ich glaube, das würde dem Projekt wahrscheinlich eher schaden. Ja, Jens hat gerade ein sehr gutes, wichtiges Stichwort genannt. Er hat es Manager genannt. Wir müssen uns im Klaren sein, was die Piratenpartei heute ist. Es ist eine Organisation mit über 30.000 Mitgliedern, von denen vorsichtig geschätzt irgendwo so 3.000, 4.000, 5.000 wahrscheinlich tatsächlich aktiv am Parteileben sich beteiligen. Es haben inzwischen über 200 Untergliederungen auf, ich glaube, unterhalb der Landesverbände noch teilweise Bezirksverbände, Kreisverbände und inzwischen auch erste Ortsverbände. Das ist eine Organisationsstruktur, die ist vergleichbar einem Konzern, sogar einem durchaus nicht so kleinen Konzern. Und das ist eine Führungsaufgabe, wie gesagt, ja, wie Jens richtig sagt, für Manager. Wir haben eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine Leute, die das wirklich in der Form können, die regelrechte Management-Seminare oder ähnliches haben, aber man muss erstmal im Klaren sein, dass das eigentlich die Aufgabe ist und dass es kein politischer Job in dem Sinne sozusagen ist, jedenfalls nicht bei einer Partei wie den Piraten. Und wer sich im Klaren ist, wie groß die Aufgabe ist und was da eigentlich so an groben Richtungen mitgebracht werden muss, der ist, glaube ich, schon mal von Anfang kein schlechter Kandidat. Okay. Wir kommen ja langsam zum Ende, Matthias. Gibt es noch No-Gos, Dinge, die einfach gar nicht gehen? Also für mich absolutes No-Gos sind Leute, die tatsächlich relativ kurz in der Partei sind. Wir haben inzwischen, vor 2 Jahren war es noch ein bisschen anders, da waren 90% der Mitglieder 1 Jahr oder 1,5 Jahre erst dabei. Inzwischen haben wir doch Tausende von Leuten und sehr viele auch, die jetzt schon Ämtern Erfahrung haben, die länger als 1 oder 2 dabei sind. Also ganz frische Leute auf keinen Fall. Ein Bundesvorstand, das ist kein Praktikum, das man da macht. Das ist, wie gesagt, die Führungsaufgabe einer Partei, die im Bundestag will. Und auch Leute, die, ja, wie gesagt, spaltend wirken, Selbstdarsteller oder ähnliches, ist für mich ein absolutes No-Go. Für mich wäre ein absolutes No-Go nach wie vor Leute, die nicht sozusagen, auf die man sich schlecht verlassen kann, auf deren Wort man sich nicht lassen kann oder die dann heute dies sagen und morgen jenes. Das finde ich extrem lästig. Das ist allerdings auch ein Lernprozess. Also Leute, die sich zu viel vornehmen, bei denen kann man das akzeptieren. Aber Leute, die das aus irgendwelchen anderen Gründen machen, da würde ich sagen, die schaden dann tatsächlich doch der Teamarbeit. Ja, für mich, um das noch kurz abzuschließen, ich glaube, was für mich absolut überhaupt nicht geht, sind Menschen oder Piraten, die nicht bereit sind, die Partei über sich selber zu stellen. Also wenn man sich selber wichtiger ist, und ich meine es jetzt nicht im Sinne von, man steckt keine Arbeit rein, aber wenn einem die eigene Karriere, die eigenen Ziele, die eigene Politik wichtiger ist als die Gesamtziele der Partei, dann ist man da falsch. Ich denke mal, wir haben ziemlich umfassend die Themen besprochen, die Anforderungen, was einen Kandidaten erwartet, was man leisten muss, was nicht geht, zum Schluss nochmal zusammengefasst. Ich denke, wir können den Kandidaten Glück wünschen, Erfolg wünschen, Ausdauer wünschen.
Und ich denke, wir freuen uns alle auf den kommenden Bundesparteitag. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch. Danke dir. Jo, vielen Dank und tschüss. Danke und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.